ich tatsächlich auch die Polizei zu rufen, wenn der Fall jetzt frei wird. Ja, Nummer 6, Henrik Thiemann. Er kommt mit drei Bestzeiten in den Kopf. Oh,
auf den ersten Platz liegt. Auf dem zweiten Platz liegt mit 127,34 Strafpunkten Tobias Tiefhaus. Wenn ich das richtig sehe, sind das salopp gelagt 2 Bälle Unterschied morgen in der Prüfung. Und auf dem dritten Platz mit 127,93 Strafpunkten Tim Schäferhoff. Das ist nur ein ganz kleines Kitzelchen Ball. Das verspricht dann morgen in dem Kegelfahren sehr spannend zu sein. Und dann natürlich auch für die Meisterschaftswertung wird das mit Sicherheit auch nochmal sehr interessant. Ja, und wir sehen dann auch 3 westfälische Fahrer jetzt hier an der absoluten Spitze. Sehr gut. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich glaube, die Überraschung wird nicht so groß sein, aber wir wollen doch nichts vorwegnehmen. Ja, Peter Marvin scheint leider Pech gehabt zu haben im Hindernis 1. 20 Strafpunkte. Sieht ganz nach korrigiertem Verfahren aus für ihn. Sehr schade, wenn man so anfängt in dem Marathon. Im zweiten Hindernis sah es dann schon. Und hier sehen wir nun im Hindernis 6. Der erste Flüchtlinger Pony. Nationale Prüfung. Raphael Rütte vom Reitverein Zeven und Umgebung e.V. aus Hannover. Und das sieht schon gar nicht so schlecht aus, auch mit seinem Entschuldigung, Raphael Kleter ist gar nicht gestartet. Wir sind bei Jana Lörwald, muss ich gerade feststellen. Vom Reit- und Fahrverein Harterwald, Rheinland, Entschuldigung. Und da haben die Beifahrer aufgepasst. Und sie kommt nach Hause.